Hier ist Arnold und heute arbeitet er als Lieferjunge. Komm schon, schneller Arnold, bevor der Kebab kalt wird. Denk dran, immer zu lächeln, dann bekommst du vielleicht dein Trinkgeld. Was für interessante Menschen leben denn hier? Ich schätze, das sind Uhrmacher? Sieht so aus, als würdest du ein großes Trinkgeld bekommen. Warte, was ist das? Arnold, irgendetwas sagt mir, dass du ganz schön in der Klemme steckst. Ich hatte recht, Arnold. Das ist übel. Diese Typen sind keine Uhrmacher. Das sind Terroristen. Und da du den Terroristen Essen gegeben hast, bist du jetzt einer von ihnen. Und du wurdest an einen Ort geschickt, von dem noch nie jemand entkommen konnte. Das Gefängnis von Guantanamo Bay. Arnold, du hast mir nicht zugehört. Niemand hat es je geschafft, von hier zu entkommen. Sie versuchen es nicht einmal, weil es unmöglich ist. Und wenn jemand auch nur einen Fluchtversuch wagt, muss er einen Weg finden, durch 20 cm dicke Metalltüren zu kommen. Durch ein endloses Labyrinth von Korridoren mit Überwachungskameras. Gegen bösartige Wachhunde kämpfen über 5 Meter hohe Elektrozäune mit super Hochspannung. Durch messerscharfen Stacheldraht und an Dutzenden von Wachen in jedem Sektor vorbei. Zurzeit sind 40 der gefährlichsten Kriminellen der Welt in diesem Gefängnis inhaftiert. Und du, mein Freund Arnold, stehst auf der Liste. Glückwunsch. Trotzdem ist es dir nicht erlaubt, mit einem von ihnen zu sprechen. Schließlich befindet sich jeder Gefangene 24 Stunden am Tag in strenger Einzelhaft. Apropos Zeit, es ist Zeit für das Mittagessen. Mal sehen, was es heute gibt. Also gut, was haben wir denn hier? Es gibt ein spezielles Gefängnisessen namens Nutralauf. Nutralauf ist ein Gefängnisessen, das aus Essensresten zubereitet wird und nicht den geringsten Hauch von Salz oder Gewürzen enthält. Außer Gott, ich kotze. Ich habe keine Ahnung, wie du das essen sollst, Arnold. Also, du willst es nicht essen. Du hast beschlossen, als Zeichen des Protests in den Hungerstreik zu treten? Oh, wie süß. Du hast dir einen kleinen Puppenfreund aus Brot gemacht, der dir Gesellschaft leistet. Oh, gut gemacht, Arnold. Aber ich glaube, du hast wegen des Essens überreagiert. Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, aber Guantanamo Bay ist kein Ort, an dem die Menschenrechte großgeschrieben werden. Wenn jemand zum Beispiel in den Hungerstreik tritt, wird er mit einem Schlauch zwangsernährt, der in seine Nasenlöcher gesteckt wird. Okay, dieser Plan funktioniert nicht immer. Aber glaube nicht, dass es damit vorbei ist. Ein ganzes Sammelsurium an Foltern erwartet dich. Wasser, Kälte, Musik und Elektrofolter werden in Guantanamo praktiziert. Und die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist der Schlafentzug. Schon nach ein paar Tagen solcher Folter werden deine Gehirn- und Muskelfunktionen schwächer, deine Denkprozesse verlangsamen sich und dein Wille kann nun leicht gebrochen werden. Nach einer Woche fängst du aufgrund des Schlafmangels an zu halluzinieren, was zur Folge hat, dass... Arnold? Arnold? Kannst du mich hören? Es sieht so aus, als hättest du völlig den Verstand verloren. Also was zum Teufel ist das? Oh, dein Brotfreund ist gekommen, um dich zu retten. Arnold, du bist frei. Die Frage ist nur, woher hat dein Brotkumpel die leistungsstarke Laserwaffe her? Wie ich dir schon sagte, Arnold, du bist am Arsch, Kumpel.